fasse den Term so weit wie möglich zusammen. 4xy plus Klammer auf 3x Klammer zu hoch 2 mal 3y minus x. Beim Terme zusammenfassen brauchen wir unsere Rechenregeln, und zwar in folgender Reihenfolge. Erstens die Klammern auflösen, zweitens Potenzen berechnen oder vereinfachen, also die Hochzahlen, drittens die Punktrechnungen durchführen, das wäre mal und geteilt, und viertens die Strichrechnungen ausrechnen, also Plus oder Minus. Wir schauen uns unseren Term an und gehen diese Punkte Schritt für Schritt durch. Also zuerst Klammern auflösen. An dieser Stelle haben wir eine Klammer drin, nämlich Klammer auf 3x Klammer zu hoch 2. Um jetzt zu erkennen, wie diese Klammer ausgerechnet wird, können wir wieder unsere Liste hier zur Hilfe nehmen und der Reihe nach durchgehen, um zu überprüfen, was für eine Klammer es ist. Also steht bei dieser Klammer eine Potenz dabei. Wenn nein, gehen wir weiter, steht eine Punktrechnung dabei. Wenn nein, muss eine Strichrechnung dabei stehen. So, wir schauen nach. Hinter dieser Klammer finden wir eine hoch 2. Das heißt, Potenzrechnung ist angesagt, um diese Klammer hier auszurechnen. Alles, was jetzt nichts mit dieser Klammer zu tun hat, schreiben wir einfach ab. Also 4xy plus. So, jetzt kommt diese Klammer. Wenn wir eine Klammer mit hoch 2 haben, heißt es, diese Potenz wird auf jedes Element in der Klammer einmal angewendet. Also diese hoch 2 geht einmal auf die 3 und einmal auf das x. 3 hoch 2 ist nichts anderes als 3 mal 3 und demnach 9. Und x hoch 2 kann man nicht weiter vereinfachen, es bleibt einfach x hoch 2. So, der Rest hat nichts mit der Klammer zu tun, schreiben wir also einfach ab. Mal 3y minus x. So, an dieser Stelle haben wir jetzt alle Klammern aufgelöst, das heißt, dieser Punkt ist abgehakt. Punkt 2, Potenzen berechnen oder vereinfachen. Na, die einzigste Hochzahl haben wir hier bei x hoch 2, aber da diese hoch 2 über einer Variablen steht, können wir nichts weiter vereinfachen oder auch nichts berechnen. Also auch abgehakt. Dritter Schritt, Punktrechnungen durchführen. Wir schauen nach, gibt es hier irgendwo eine Punktrechnung und sehen, aha, 9x² mal 3y, das müssen wir zuerst ausrechnen, weil diese Multiplikation zuerst kommt. So, den ganzen Rest schreiben wir einfach nochmal ab, also 4xy plus, so, wir multiplizieren Terme, indem wir erst die Zahlfaktoren multiplizieren, also 9 mal 3 sind 27 und jetzt die Variablen in Hochzahlen oder in Potenzen zusammenfassen. In dem Fall ist es recht einfach, weil hier haben wir noch ein x² übrig und hier haben wir ein y übrig, das kann man nicht weiter zusammenfassen. Bleibt also so stehen und zum Schluss kommt noch ein minus x dazu. So, jetzt haben wir keine Multiplikation mehr drin, also auch diese Punktrechnung abgehakt. Bleibt zum Schluss noch die Strichrechnung übrig. Wir dürfen Terme mit Variablen nur addieren oder subtrahieren, wenn die Variable gleich ist. Also müssen wir nachschauen, ob sie tatsächlich gleich sind. Am Anfang haben wir xy als Variable. Im zweiten Teil haben wir x2y als Variable. Jetzt sehen wir schon, hier heißt es x2 und hier nur x. Diese beiden Variablen sind also nicht gleich. Damit dürfen wir auch diesen 4xy nicht mit den 27x2y addieren. So, und im letzten Teil haben wir nur ein x übrig. Das ist ebenfalls nicht gleich. Entweder fehlt das y oder gleich das Quadrat und das y. Das heißt, das lässt sich auch mit nichts addieren oder subtrahieren. Das heißt, im letzten Schritt können wir gar nichts mehr machen und dieser Term ist so vollständig zusammengefasst. Was man noch machen könnte, wäre diesen Term ein bisschen sortieren, und zwar nach Alphabet und Potenz. Das heißt, die hohen Potenzen kommen zuerst, das wäre 27x2y, dann meinetwegen plus 4xy und zum Schluss minus x.